Herzlich willkommen zurück zum Construction Simulator. Wir sind hier an dem Brunnen oder in dem Park, den wir zuletzt errichtet haben, an der Burg. Und nun schauen wir mal, welcher Job jetzt ansteht. Das wäre jetzt einmal die Freilichtbühne. Ah, ich denke, auf Mittel war, das kriegen wir hin, ne? So, schauen wir mal, wo die Baustelle ist. Machen wir mal Schnellreise hin, auch wenn es nur ein paar Meter sind. Eben hingesprungen. Achso, ja, okay, das wäre da hinten einmal. Ja, da hinten war der Park. Gut, egal. Hier ist der gute Herr, mit dem wir jetzt einmal quatschen. Als ich von der Idee mit den Festspielen hörte, sind wir direkt mit einer Theatertruppe aus dem Ort in Kontakt getreten, um gemeinsam mit ihnen am Design des Bereiches zu arbeiten. In der Zusammenarbeit entstand ein Konzept für eine einzigartige Bühne, welche die stimmungsvolle Kulisse der Burganlage mit einbindet. Am Hang gegenüber soll eine Naturtribüne gebaut werden, die am Fuß zur Schaubühne endet und das Gefühl antiker Baukunst vermittelt. Ja, alles klar. Okay, also wir müssen hier einmal den Bereich frei machen. Ich denke, wir können das entweder reinbaggern in so ein Pferd hier, in so einen Muldenkipper. Oder ich denke, wir schieben das einfach aus dem besagten Bereich heraus. Das würde wahrscheinlich auch funktionieren, wäre wahrscheinlich sogar bedeutend einfacher. Dementsprechend denke ich, einmal natürlich wieder die Schnellreise dorthin. Dann fahren wir mal unten in die Grube rein und versuchen das einfach alles wegzudrücken. Das ist, denke ich, am effektivsten. So, ah, ich hätte mich nur noch rechts drehen müssen, wäre einfacher gewesen. Ha, naja gut. So ist das ab und zu. Gut, das war es jetzt auch schon wieder, was wir hier zu tun hatten. Damit ist der erste Bereich fertig. Fundament ausheben. Ich weiß nicht, ob wir so fertig sind. Ich denke, da müssen wir nochmal ein Stückchen tiefer halten mit dem Ding. Und doch nochmal ein kleines Löchlein schieben im Prinzip. Aber ich denke, das kriegen wir bestimmt hin. Das Ding ist so gut einsetzbar in so vielen Stellen, es ist der Hammer. Auf jeden Fall ganz klar mein Lieblingsfahrzeug bisher, also damit kann man echt so viel machen. Es ist unvorstellbar.
Okay, jetzt Kies liefern und verteilen. Und das machen wir natürlich mit dem hier, wie gehabt. Wie immer halt, ne? Denn warum sollte man was ändern, was gut funktioniert? Ja gut, ist so mittelmäßig, ne? Der macht das eher weniger so immer ein bisschen Kies, sondern er macht das eher so tropfenmäßig, ne? Immer so ein riesen Batzen fällt auf einmal hinten raus, mal kommt nichts, dann kippt man weiter, dann passiert immer nichts, dann kippst du noch weiter und kommt einfach ein riesen Batzen raus, häuft sich dann so auf und dann blockiert er hinten so ein bisschen die Luke und so. Das ist nicht so schön, aber gut, das ist halt so. Wir werden sehen, wie gut es diesmal funktioniert. Der Betonschalung nach würde ich behaupten, wir müssten gleich mal Beton gießen, deswegen einfach mal direkt das Ding geholt. Und wir fahren noch ein Stückchen ran. Dann bauen wir den Kran auf. Mobilkran. Links sind die Ressourcen, deswegen fahren wir noch vor den Baum. Damit wir da auf jeden Fall drankommen. Keine Probleme durch den Baum haben, dass wir da irgendwie hängen bleiben. Das müsste jetzt einfach reichen. Na, erst ein Stück hoch und dann rüber, sonst bleiben wir dort an dem, ja, ich denke Auspuff ist das, ne, bleiben wir sonst hängen, das wollen wir natürlich nicht. So, erstmal direkt die zwei Stahlträger, die stehen jetzt direkt zu Anfang auf Plan. So, dann platzieren wir die Dinger mal. So, die Stahlträger liegen. Jetzt geht's um die Schalung. So, wo wollen wir die denn haben? Ah, da ganz hinten. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausfahren. Das passt sonst nicht. Ich denke, die Länge brauchen wir gleich sowieso, weil wir mit Sicherheit gleich die Stahlträger und sonstige Sachen montieren müssen. So, nun gehen wir mal hin und packen den ganzen Kram wieder aus. Ja, gut, dass wir den Kübel geholt haben. Das hätten wir so einfach nicht mit dem Betonmischer machen können. Und mit Betonpumpe viel zu aufwendig. Die ist eigentlich für alles viel zu aufwendig, denn entweder kann man das mit dem Betonmischer selber machen oder ja, mit dem Kran, mit dem Mobilkran oder sonst was. Kann man das mit Sicherheit dann auch machen,
mit einem großen Kübel, dann geht das auch ganz einfach. Wann das vielleicht effektiv wäre, wäre, wenn man, wenn der Betonmischer durchgehend anbleibt und weiterhin das Ganze, also die Betonpumpe genau genommen, weiter mit Beton versorgt, während man das Ding leert, dann würde das Sinn ergeben, dann könnte man das auch ordentlich nutzen, doch in anderen Situationen bringt das einfach nichts, weil der Betonmischer hört auf zu fördern, wenn er voll ist, die Betonpumpe, die wird einfach leer und das bringt dann einen halt leider nicht weiter, weil man dann ständig aussteigen muss und da ist so ein Kübel dann einfacher, weil man den einfach wieder auffüllen kann mit ein bisschen Geld und dann ist gut. Na, einmal reinhalten bitte. So, heben wir das Ding mal ein bisschen an. Und gießen wir die anderen Säulen. Naja, von der Höhe hätte das vielleicht mit diesem Rohr, was man ausklappen kann, mit einem Betonmischer gepasst, aber da hätte man zigmal rumkutschieren müssen, um endlich das Ding zu treffen. Und das ist, denke ich, mit dem Kran doch bedeutend einfacher. So, vielleicht brauchen wir jetzt auch gar nicht. Den Kran wirklich viel bewegen, sondern wir sagen einfach, wir drehen den Kübel immer wieder und machen uns das dadurch etwas einfacher. Genau so. Den führen wir nach da. Drehen in so ein kleines Stückchen. Perfekt. Gut, damit haben wir das jetzt hier erledigt. Wir setzen das Ding mal weg. Komm, wir setzen den einfach mal hier auf den Container. Kann ja nicht schaden.
So, dann holen wir die Stahlträger hier hinten ab. Da liegen sie bereits vorbereitet für uns. So, einer fehlt noch. Moment, ich merke gerade, das sind gar nicht die richtigen Teile, die ich am Haken habe. Das hier wären sie nämlich. Tada, da habe ich die falschen am Haken, hör mal. Nee, nee, so nicht. So nicht, die setzen wir... Ja, die legen wir lieber wieder in den Platz, bevor wir hier nachher was aufbauen müssen, um das nachher zu platzieren. Und dann haben wir sie gar nicht. Oder wir haben gar keine Möglichkeit, weil wir dann wieder umversetzen müssen. Gut, steigen wir einmal aus, bevor wir den mitnehmen, den Kran. Dann nehmen wir natürlich unsere Zugmaschine hier mit Kran, unseren Ausleger und dann holen wir mal die Bauteile ab. Oh, da haben wir aber zwei große Teile hier. Da müssen wir mal schauen, dass wir die ordentlich auch drauf kriegen. So. Einmal den Arbeitsmodus. Den Kran einmal schön auspacken. Ab in den Arbeitsmodus, dann
direkt eine Schnellreise hier zur Baustelle. So, da vorne müssen wir hin. Ich denke, da fahren wir einfach mal rein hier. Über diesen Weg. Und dann sollte das ganz gut funktionieren hier in der Ecke. Zack. Stellen wir den Karren ab. Nehmen unseren Kran. Ah, der steht doch hier ganz gut. Einmal mitgenommen, die Teile. Ah ja, ja, der ist viel zu tief. Da haben wir die Teile. Sehr schön. Geht auf jeden Fall zügig voran, dieses Bauprojekt. Finde ich gut. Zack. Das ebenso erledigt. Jetzt müssen wir die Platten legen. Okay. Dann gehen wir mal näher ran. Damit wir hier auch was sehen. Na, schwingt zurück. Da haben wir ihn. Perfekt. Runter mit dem Ding. So. Weiter geht's. Fangen wir mal mit den Außen an. Auf die Distanz haben wir den Kran ja schon circa eingestellt. Mein Gott, was geht denn jetzt? Ah. So. Na, ja, das zudem so circa. Verrückt. So. Ah, die Teile fliegen gerade nur so. Aber gut, dann ist das so. Gut, das hat schön funktioniert. Wir müssen hier einmal den Kran aus dem Bereich entfernen. Ah, haben wir schon. Perfekt, so läuft das. Sehr schön. Also dann hier die nächsten Teile einmal. So, wo kommt der Teil hin? Der kommt einmal nach ganz hinten. Einmal nach hier bitte. Dann beginnen wir mal mit dem Holzgestell. Mann, wieso schwingt das Ding so? Auch bei einer Richtungsänderung geht es erst in die eine und danach in die gewünschte Richtung. Nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber so ist es. Da sieht man zum Beispiel jetzt. Hier, ne? Bevor er in die Richtung geht. Wir halten kurz an, damit man das sehen kann. Ich ziehe den Kran jetzt so in die Richtung, in Richtung Kran selber. Er schwingt aber erst so ein Stück vor. Das ist nicht schön. Aber so ist es leider. Da können wir auch nichts dran ändern. Wenn der Kran so reagiert, reagiert er so. So. Ah, na komm.
Perfekt, da haben wir's. So, zack. Das ebenso fertig. Dann ziehen wir uns nochmal ein Stück zurück hier. Ach nee, guck mal. Wir brauchen uns gar nicht wirklich zurückziehen. Wir müssen sowieso in die Richtung. Wir müssen erstmal hier die Säulen platzieren. Die Stahlträger für den Bühnenpavillon. So, zack. Ersten am Haken. Dann geht es, denke ich mal, direkt in Richtung Baustelle. Nein! Ach, scheiße. Das kann nicht sein. Da war es grün, da lässt er los. Und zack. Der Haken will nicht. Der will da, glaube ich, nicht mal reinschwingen. Ah, doch, reinschwingen will er. Er zieht sich langsam zurück. Wir müssen so ein bisschen auf das Geräusch mitachten. Was er macht, wenn er ans Ziel kommt. Ne, da komme ich nicht ran. Vielleicht können wir die Stange irgendwie drehen, aufrichten, glattlegen, rausziehen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, wenn wir da sind. So, F1, zurücksetzen. Ah, shit. Da meint er uns. Nope, das können wir nicht gebrauchen. Ja, nicht schön. Das ist blöd. Ich befürchte, wir müssen überspringen. Das ist blöd. Vielleicht können wir auch nur so eine kleine Teilaufgabe, nur diese Platzierung dieser einen Stange hier überspringen. Ich hoffe, wir überspringen nicht alles, sondern nur hier diese 50%. Ja, geil, wir haben nur die 50% übersprungen. Das bedeutet, wir können den Rest komplett selber platzieren. Genauso wollte ich das. Weil wenn wir eine Stange platziert haben, ganz ehrlich, dann können wir auch noch eine zweite platzieren. Das wird dann nicht die Schwierigkeit sein für uns. So, das wäre hier einmal in der Mitte. Der Fixpunkt. Ah, das ist das Problem mit dem Loslassen. Zack, von manchen Materialien. Stangen zum Beispiel. Bereich ebnen. So, wir haben die Karre auch nur weggestellt hier hinten. Die Planierraupe. Auch aus gutem Grund. Schließlich benötigen wir sie noch. Benötigen eigentlich immer den Einsatz dieser Maschine. So, neigen wir die Schaufel schon mal nach vorne. Heben sie aber nochmal an, damit wir nicht hängen bleiben beim Runterfahren. Dann drehen wir so, dann fahren wir zwei oder drei Linien ab. Und dann war es das, denke ich, schon wieder hier mit dieser Teilaufgabe. Ja, das sieht gut aus. Mein Gott, 91%. Das ist der Hammer. Guck mal, schon erledigt. Mehr brauchen wir gar nicht machen. Super. Perfekt. Gut, der Kran soll weg. Wir müssen den wahrscheinlich ein bisschen drehen. Den
weil er direkt drüber hängt. Das passiert schon mal oft. So, einmal in die Richtung gedreht und erledigt. So, die Betonteile liegen hier vorne. Also heißt es jetzt wohl Stufen bauen, Stufen bauen und Stufen bauen. Ah, sehr schön, das haben wir jetzt auch geschafft soweit. Kies liefern zweimal, einmal als Job zweimal Kies liefern. Gut, ich überlege gerade, ob wir den nehmen oder lieber den anderen. Ich denke, mit dem Knickgelenk kommen wir da einfach leichter rein. Außerdem haben wir ihn schon hier, brauchen wir nicht viel fahren. Beziehungsweise, was heißt hier fahren? Schnellreise, ne? Wir brauchen keine unnötigen Schnellreisen machen. So, wie mache ich das jetzt? Tja, vorwärts ran ist vielleicht nicht die beste Option. Deswegen versuchen wir es mal so. Erstmal ein Stück zurücksetzen. Dann knicken wir mal ein. Ja, das läuft doch super hier. Es scheint so, als ob wir das ein bisschen austricksen können, indem wir hier genug abkippen für beide Flächen. Da geht es dann wohl hier nur um die Menge. Genau, da haben wir es. Leeren. Einmal vorfahren. Damit wir hier aus dem Bereich raus sind. Gut. Ah, komm. Den setzen wir gleich weg. Weil wir werden bestimmt gleich irgendwas da machen müssen. Und dann muss er sowieso wieder weg. Und dann sparen wir uns das zum Fahrzeugrennen. So, diesmal ist es wirklich soweit, dass wir die Kisten oder die Paletten hier benötigen. Deswegen nehmen wir sie mal mit, legen sie ab und schauen, was wir aus den Wellblechplatten alles so herstellen. Ich denke mal, das Dach für das Konstrukt hinten, wo die Bühne ist, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sonst würde mir da jetzt so auf Anhieb nichts einfallen. Wir werden das auf jeden Fall jetzt sehen.
Ja, wie schon gedacht, einmal die Platten für das Dach hier montieren ist jetzt unser Auftrag. Das kriegen wir hin. Das geht auch relativ zügig, weil wir super große Platten hier haben. Welche Last ist es eigentlich? Das wollte ich gerade gucken. Ah, okay. Ja, ist jetzt nicht wirklich schwer. Ist ja auch noch Wellblech, ne? Wellblech kennt man ja, ist ja nicht schwer. Ne? Na, einmal von oben. Da haben wir's. So, 4 von 6 haben wir, da fehlt nicht mehr viel. Noch 2 Platten. Das sollte zügig gehen. Na. Ah, da sind wir schon wieder zu tief mit dem Haken. Da haben wir es jetzt. So, nun die letzte Platte. Wow, wir haben jetzt schon einen Arbeitsfortschritt von 98%. Also es ging jetzt relativ zügig zum Ende hin. So, drehen wir kurz die Platten. Geht das? Da müssen wir sie weiter anheben, damit wir drehen können. Weil sonst liegt das da so doof auf den anderen auf. Und dann, ja, so geht's. Perfekt. Also einmal Kran zusammenbauen, denke ich. Denn wir müssen nur noch das Gespräch führen. Warten, bis die Stelzen drin sind, dann können wir auch aussteigen. So, dann sprechen wir mal mit dem guten Herrn Museumsdirektor, was er von uns möchte, beziehungsweise wie sehr er uns danken möchte für unsere schöne Arbeit. Man kann sich die Dramen regelrecht vorstellen, die sich auf dieser Bühne abspielen werden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man eine Holzkonstruktion derart passgenau an eine stark gealterte Burgmauer gesetzt bekommt, ohne dabei den altertümlichen Charme aufzugeben. Im nächsten Schritt müssen wir die Zuschauerbereiche mit einer Stahltribüne erweitern. Ah, der schmeichelt unsere Arbeit so sehr, hör mal. Genial, genau so muss das. So, deine Arbeit muss auch wertgeschätzt werden. So, wenn ich das richtig gesehen habe, sind wir ein Level up. Also Fertigkeiten, genau, hier haben wir wieder einen. Nehmen wir das hier, damit wir das beim nächsten Mal dann durch haben. Dann brauchen wir nur noch eine Sache verbessern. So haben wir nur noch 6 Level und dann sind wir hier durch. Das wäre sehr schön. Ja, Finanzen, die Ausgaben und Einnahmen, die steigen und schwanken ein bisschen, ne? Aber hier sieht man, unser Kapital steigt immer weiter. Und genauso sollte es auch sein.
Nun, wir haben jetzt unseren Job hier erledigt. Ich würde die Sachen nicht einpacken, einfach stehen lassen, weil ich denke, wir werden so einen Kran oder so bestimmt nochmal brauchen. Aber ich denke, das werden wir dann demnächst sehen. Ah ja, stimmt, er hat recht. Er hat ja davon gesprochen, ne? Die Stahltribüne. Ich weiß jetzt nicht, wo die genau um dem Ding herum steht. Moment. Das ist die Fläche, wo der Baum steht. Da hinten ist die Hütte, die wir gebaut haben zu Anfang mit dem Parkplatz. Hier sind diese, ja, Liegestühle. Das heißt, genau hier auf dem Platz, wo ich gerade stehe, hier, wo unser Kran und unser LKW mit Auflieger steht, hier soll diese besagte Tribüne gebaut werden. So scheint es zumindest. Da haben wir nämlich das Gebäude im Hintergrund. Aber das andere hat ein Flachdach, ne? Oder? Bring ich da jetzt was? Ja, hier ist kein spitzes Dach drauf. Aber ich denke trotzdem, dass es das sein wird. Also ich würde es einfach sagen, wir werden es sehen in der nächsten Folge vom Construction Simulator.